Leute, was geht? Ich bin's, Ensan. Mit dabei ist heute der Ali. Hi. Und dann noch Juan. Jack Breaker. Yo. Der kann heute leider keine Action machen. Seine Schulter ist verletzt. Da ist auch Eis dran. Tipp wirklich an euch, das war ein großer Eisblock. Nehmt euch so einen Handschuh, ja, Wasser füllen und ins Kühlfach ist das Billigste. Falls ihr fragt, warum ich noch nicht fit bin, ich bin Terminator, alte Modell. Das heißt, lange Lieferzeiten, kaum Ersatzteile vorhanden. Alter, das sieht aus wie Fake Breaker. Ey, dann sag lieber, abonniert Original Jack Breaker, Alter, weißt du? Okay, wir müssen los, dann komm. Gucken gerade einen Netflix-Film. Der Film heißt Jack Ryan. Ich lese ein Buch. Ist von Jack Reacher. Und neben mir sitzt Jack Breaker. Und er sucht im Internet nach Teilen für sein V8. Gut, ja. Jawohl. So, Freunde. Ist morgen früh, 5.30 Uhr, Montag. Wir haben heute Brust und Trizeps trainiert. Spürst du den Pump? Ein Pump in your Trizeps? Ja, Mann. Übel. So reden doch immer die Fitness-YouTuber, weißt du? Immer diese englischen Wörter noch rein benutzen. The pump in the Trizeps, meh. Wir sind gerade in der Schule. Schau auf gerade den Film. Die Leute Pinscher. Kevin Pinscher. So sieht die letzte Woche der Schule aus. Da ist die Zukunft von Saarland, die Zukunft von Deutschland, trainiert da gerade. Die Italian Stallion. Pass auf, jetzt kommt ein Aushebrach von Gulo. Boah, wo ist der Wurf? Wo ist der Wurf, Mann? Wir dürfen noch nicht werfen. Erstmal einarbeiten. So. Okay. Da machen wir nochmal eine Ausnahme. Ja, okay. Und jetzt kommt der Ausheber vom italienischen Hengst. Jetzt kommt der italienische Hengst. Die Italian Stallion. Alessandro Rocky Carlino. Ey, kennt ihr immer diese Leute, wo erster machen, aber der zweite mitgenommen wird? Jawohl, Kopf hoch. Yep. Schmeiß. Yep. Jawohl. Sehr schön. Das ist ja schon mal komplett schief gegangen. Gerade. Also dreh das Ding gerade. Mach doch lieber Rot. Mach doch lieber nochmal schief. Kevin, mach du mal Salto. Zeig mal, wie das geht. Mach doch jetzt. Hä? Ja, ich mach. Oh! Ey, das ist sauer! Komm, wir machen jetzt einmal durch die Reihe. Letzte Woche habe ich angefangen. Pass auf! Weiter! Oh, zweiter schon! Check Hirn! 2, 1, 2.
Bam! Babam! Es ist gerade Dienstag morgens. Das ist die letzte Einheit, wo wir so früh trainieren, weil wir dann jetzt keine Schule mehr haben ab heute. Ich bin zurzeit im Kraftraum oben, nicht in der Ringehalle. Und hier trainieren auch allgemein andere Sportarten. Ihr habt schon am Montag gesehen, wir dürfen wieder auf der Matte trainieren seit sehr, sehr lange. Wir haben ganz locker angefangen, 30 bis 40 Minuten Technik gemacht. Morgen früh mach schon mal mit Kindy Techniktraining. Ja, das hat halt riesen Spaß gemacht. Natürlich ist man auch noch motiviert, aber man muss immer langsam anfangen. Wir haben in 3 oder 4 Wochen haben wir schon direkt den nächsten Lehrgang in Finnland. Okay, dann bis morgen. Es ist Mittwoch, das ist mein Essen in der Mensa, heute Salatteller. Ich hatte gerade eine Fahrstunde und ja, es ist am Mittwoch. Es ist ein Video rausgekommen, ein Road to MMA. Das blende ich euch jetzt hier ein. Das ist echt gut geworden. Mein Essen selbst gekocht für den Donnerstagabend. Natürlich muss ich wieder alles sauber machen. Das ist eine Scheiße. Aber egal, ich mach das. Ist kein Problem. Ich habe hier auch aufgeräumt. Jetzt würde meine Mutter sagen, ich räume hier so viel auf, warum räume ich nicht zu Hause auf? Aber das stimmt, normal muss ich auch zu Hause aufräumen. Was ich hier immer geil finde, ist, dass der Himmel, der ist immer so schön farbig und sieht einfach geil aus. Wunderschön. Also ich finde eigentlich, die Sportschule ist schon schön. Ja, das gefällt mir schon hier. Wir haben gerade trainiert. Das ist mein Essen. Spinat mit Nudeln. Mein Trinken. Es ist Freitag, der letzte Tag. Zum Abschlusstraining machen wir noch eine Fahrradtour mit Kevin. Hoffentlich halten die Reifen diesmal. Ich denke schon. Und Kinsey ist heute auch dabei. Ich bin gerade mit der Fahrradtour fertig. Ich esse hier gerade mein Essen. Guck dann noch ein bisschen Fernsehen. Und ja, später holt mich noch Jack ab. Das filme ich dann auch noch. Ich gehe gerade die Treppen vom Internat runter. Mal gucken, ob der schon da ist. Jawohl, jawohl. Hier ist Landesstützpunktvertretung. Gegen Olympiastützpunkt. Und alles klar? Ja, schon bei dir. Ja, Mann, guck. Frische Eisblock, das habe ich jetzt drauf gezogen. Mm. Leute, tut nie Eis direkt auf die Haut, dann habt ihr so Hautschaden. Guck mal, Frostbeulen. Armer Sack. Und deshalb? Armer Sack. Du brauchst Sponsor. Oh Mann, was soll ich denn machen? Ich brauche wirklich Sponsor. Die Leute. Der Karl-Heinz Helbing wollte schon Dings in der Stadt so Tuch ausrollen, weißt du, dass die Leute mir Spende machen, ein T-Shirt und so. Scheiße, ja. Ja, Mann. Auf, es geht los. Der war gut, ja. Der Kinsinger, schläft der oder ist er Party, sag Wahrheit? Der ist nicht Party. Der ist nicht Party, gell? Nee. Der ist Strebesau, gell? Ja, der muss hier Klausuren und so lernen. Gell? Ja. Einser Abitur, Alter, wie geschädigt kann man nur sein? Alter. Ich schwör's, gell? Das stimmt, ja. Ja, Mann. Strebesau. Jack? Ja? Jeder sagt, dass du verrückt bist. Was sagst du dazu? Ein Clown ist albern
und Jack Breaker ist verrückt. Es ist schon der nächste Tag. Ich schneide gerade das Video für euch, damit es rechtzeitig rauskommt. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Freunde, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, es ist gestern ein Video hochgekommen, und zwar Ford Crosswalk Track Day. Ich werfe das hier wieder mal rein. Schaut jetzt euch rein. Das Video ist echt gut geworden. Und ja, jetzt nerv ich euch nicht mehr weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.